Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Maker. Im letzten Part haben wir ein paar Level gespielt, von Mad Mike ganz unten bis Daniel ganz oben. Und wir machen weiter und es wird auch weiterhin so laufen. Heute Abend wird wieder um 20 bis 22 Uhr ein Stream stattfinden. Dort könnt ihr mir Level von euch zeigen im Twitch-Chat oder bis dahin gerne auch per Twitter oder über Facebook. Alle möglichen Links sind auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir spielen dann von den Leuten, die Sachen eingesendet haben, noch weitere Level hier im Let's Play, solange wir noch Material bekommen. Und da wäre als nächstes dran der gute Zantex. Von ihm haben wir Try to Survive gespielt. Und das war's, glaube ich. Ja, das war's. Dann spielen wir jetzt mal den Sumo Hammerbruder Bounce. Ich habe ein bisschen Angst, weil, ja, Hammerbrüder sind nervig und die Sumo Hammerbrüder sind noch mehr nervig. Aber wir schauen einfach mal rein. Wow, die Musik wieder mal. Okay, bis hierher ist erstmal nichts. Oh, ein Helm. Was will ich mitnehmen? Lass mich raten, ich brauch was. Nee, das reicht. Gut. Machen wir uns hier auf, nehmen den anderen P-Switch mal mit, zur Sicherheit. Oh, ein Pilz. Das ist gut. Warten wir mal ab. Den lassen wir mal hier. Nehmen den lieber mit. Ah, da kommen die Hammerbrüder raus, aber die kommen halt viel zu spät raus. Ich kann bis dahin schon längst abgehauen sein. Nehmen wir uns den anderen als Helm. Auch kein Thema. Was kommt hier raus? Ein neuer Pilz. Ah, hier bekommen wir auch eine neue Shell. Okay. Ja, hier ist wieder der Hammerbruder, aber der kommt wieder viel zu spät raus. Da solltest du vielleicht dran arbeiten, dass die da früher rauskommen oder dass die einfach vorher schon dastehen. So, hätten wir das. Oh Mann. Dass man Mario niemals da reinlässt, ne? Schade. Er wollte so gern ins Schloss. Okay, lieber Zantex, das war ein schönes Level. Parody of Game Explains. Schönes Level, allerdings zu leicht, weil die Hammerbrüder noch nicht dastehen. Fand ich jetzt nicht so schlecht, weil Hammerbrüder sind furchtbar. Ich blende mal hier die ID nochmal ein, falls ihr das nachspielen wollt. Ja, so viel davon. Nach dem guten Zantex kommt der gute Moritz. Und der hat eine Rätselei im Geisterhaus für uns. Genau, die Extreme Wall Jumps, die haben wir uns gestern im Stream angeschaut, die sind aber viel zu schwer. Mario Troid, Bowser Jr. Luftgalon. Ja gut, wir spielen mal die Rätselei im Geisterhaus. ID steht unten, Abschlussrate von 0. Von wann ist das Level? Das Level ist von gestern. Gestern Mittag. Ich habe ein bisschen Angst. Weil bei einer Abschlussrate von 0%, dann heißt das schon was. Ich hoffe, dass wir es irgendwie zustande kriegen. Was ist hier los? Den Pilz nehmen wir sehr gerne. Ein P-Switch. Den brauchen wir vielleicht. Fraglich. So. Okay, das geht so leider nicht. Müssen wir warten, bis er abhaut. Den nehmen wir mal mit. Das geht ja in der New Super Mario Bros. Engine. Ich denke, wir brauchen ihn vielleicht hier. Ich bin mir nicht sicher, aber... Hier ist eine Tür, oder?
Ich glaube, da ist eine Tür dahinter. Da kommt bestimmt irgendwo eine Bombe oder so raus. Oder eine Ranke, das geht natürlich auch. Eine Ranke geht natürlich auch, voll klar. Hier komme ich nur durch, wenn ich klein bin. Klein. Dankeschön. So, nach links. Hier gibt's nichts. Zumindest finde ich nichts. Nach rechts. Oh. Da hätten wir den P-Switch wohl gebraucht. Können wir zurückgehen? Und gibt's den dann wieder? Das weiß ich nicht so genau. Aber da können wir mal durchaus nachschauen. Ne, den gibt's leider nicht mehr. Okay, dann einen Neustart. Einen Neustart. Den Pilz hier möchte ich gern wieder haben. Einfach als doppelte Sicherheit. So, wo war der P-Switch drin? Der war hier, glaube ich. Ja. So, dich müssen wir abwarten, bis du wieder abhaust. So. Verzeihung bitte. So, hau bitte ab. Mach die Ranke auf. So, jetzt drücken wir hier mal drauf. So, ich muss klein sein. Mach mich klein. Und beeil dich bitte, Mario. Beeil dich. Okay, prima. Bekommen wir hier was? Nö. Gut, dann wollen wir hier nach rechts. Hier kommt eine Tür. Okay, das hat uns nicht wirklich viel weitergebracht. Wir versuchen es mal mit einem Blind Jump ganz hier rüber. Nein. Das bringt uns nicht weiter. Das ist, das wird dann jetzt tricky. Okay, gib mir den Pilz. Wir müssen nochmal auf die Suche gehen. Ja, Rätselei ist, ist immer ein bisschen tricky. So, hier war der P-Switch. Mal gucken, ob es hier nicht vielleicht noch was gibt. Nö, nichts. Hier auch nicht. Nee. Ja, jetzt. Okay, aber wir backtracken mal. Gucken, ob hier irgendwas ist vielleicht. Weil wir müssen jetzt eh nur... Oh. Ich glaube, das ist die andere Tür gewesen einfach. Okay, wir haben rausgefunden, da gibt es also schon mal nichts. Gib mir doch bitte den Pilz. Was zum... Nein, eben ohne Pilz. Gib mir diesen P-Switch hier. Lass mich hier weiter. Dann komm bitte hoch. Wir können hier oben nochmal schauen. Aber hier kommen wir nur mit dem... Switch durch. Da ist auch gar nichts. Okay. Dann muss das irgendwie... Irgendwas muss dann... Ach, geh weg, Bu. Komm her. Komm. Dann müssen wir hier mal schnell durch. Da gibt es auch weiter nichts. Okay, dann fahren wir mal mit dem Ding runter und hoffen, dass es hier vielleicht... Ah, da ist eine Röhre. Okay, da ist eine Röhre, die brauchen wir wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt wieder eins dieser Level, die sind... Boah, tricky. Tricky Mickey. Tricky Mickey. Lieber Zantex, war doch Zantex, oder? Ne, Moritz, Entschuldigung, Zantex haben wir ja schon abgeschlossen. Ihr lasst euch aber auch immer Sachen einfallen hier. So, ich möchte bitte klein... Ah, das machen wir drüben. Mit dem Kleinen werden. Machen wir hier. So. Hier durch. So. Nehmen wir die mittlere und kommen genau hier hin. In der Hoffnung, dass wir hier weiterkommen. Okay, hier müssen wir... Wohl oder übel runter. Okay, da gibt es dann wohl noch einen P-Switch irgendwo. Wo führst du uns hin?
Oh, fies, 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 fies. Super fies. So. Oh. Was zum... Okay. Das ist fies. Das ist super mies. Okay, also nochmal. Nochmal in ganz frisch und... frisch und wohl überlegt. Aber wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache definitiv näher. Wenn ich drauf drücke. Ah, oh, oh. Schnell, Mario. Oh, schnell, 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 schnell. No! Ach, komm schon. Oh. Moritz, Alter. Was machst du? Beziehungsweise insgesamt, was macht ihr? Macht so richtig, richtig krass schöne Level. Das macht Spaß. Gib mir den P-Switch. Mach mich klein, lass mich hier durch. Ja, hier haben wir jetzt schon ein bisschen Routine drin. Du nach oben. So, und jetzt bitte etwas zügiger, Mario. Dankeschön. So. Und ab in die Röhre. Verzeihung, bitte. So. Ich will dich ganz hier unten haben. So. So. Oh, das... Ach, komm schon. Da müssen wir eben hier alles aufmachen. Ich glaube, den Sprung schaffe ich nochmal. Ja. So. Hätten wir das auch, endlich. Oh Gott, hier ist doch schon wieder alles... Okay, hier gibt es wahrscheinlich ein... Da ist der Desire P-Switch. Okay, einmal zurück. Nochmal zurück. So, hier rein. Ja, er sagt runter. Fangen wir mal runter. Oh, ist das gemein. Komm schon, Moritz. Das darf du. Okay. Ich würde mal sagen, das ist unser letzter Versuch an diesem Level. Weil wir halten uns sonst wieder zu lange an einem Level auf und kommen leider nicht weiter. Du lässt mich klein, du lässt mich hoch. So, auf die zweite. Und hier rein. Schön. So, hier links. So, jetzt geht dieser Mist hier wieder los. So, dich will ich ganz, ganz weit hier unten wissen. So. Ba. Ba. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm. Mario. Oh. Okay, ich gebe hiermit offiziell auf am Geisterhaus. Moritz, echt schönes Ding. Müssen wir uns vielleicht im Stream oder so nochmal angucken. Das würde jetzt hier sonst zu lange dauern. Ich gucke auch gerade mal da. Ja, viel wäre da nicht mehr gekommen. Wahrscheinlich. Tut mir leid. Müssen wir vielleicht im Stream nochmal angucken. Dann kommen wir mal zu Ziggy Brittman. Von dem wir... Was haben wir denn gespielt von ihm? Den Boss Blitz. Ah, das war cool. Das war, glaube ich, eine Einsendung. Da ist Ziggy Brittman der Freund von. Irgendwie sowas. Ja, der Boss Blitz eben.
Da mussten wir gegen ganz viele Bosse kämpfen, beziehungsweise Bossräume, das war echt cool. Und er hat jetzt als neuestes Some Amiibo and Power-Ups. Das möchte ich gerne mal ausprobieren, weil auch das ist wohl ziemlich cool. Ist wahrscheinlich jetzt kein schwieriges Level, sondern einfach nur um zu zeigen, was es alles gibt. Das können wir natürlich auf jeden Fall machen. Hätten wir dann zum Beispiel hier mal den Mario und dann Peach, Luigi, Bowser, den Goomba, den Fragezeichenblock, das Sprungbrett, Todd, Yoshi, den Shy Guy, Mario, Rosalina, Dr. Mario, den Mario Kart Mario, der ist übrigens ziemlich cool. Waluigi. Es gibt echt viele, ne? Nochmal Yoshi, das ist aber glaube ich dann der Woll-Yoshi oder sowas. Donkey Kong Junior, Donkey Kong, Diddy Kong, Kirby. Kirby sieht echt gut aus. King Dedede oder König Nickerchen. Da hätten wir, wie heißt der? Ihr wisst schon. Mega Man. Pit heißt der, Pit. Samus Aran. Ja, irgendeiner aus Fire Emblem. Marth, glaube ich. Irgendeiner ist Marth, irgendeiner ist Ike. Naja, die ganzen Fire Emblem Charaktere aus dem neuen Smash Bros. Hier hätten wir Pikachu. Glurak. Pummeluff. Ja, Pokémon. Aus einer neueren Generation. Olimar. Die Pikmin. Als Einzelcharakter, ziemlich cool. Link. Zelda. Oh, das sind ganz schön viele, ne? Ganondorf. Das ist wahrscheinlich Toon Link. Das könnte Schull. Ne, das ist nicht Schull. Oder ist es Schull? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Ness. Das hier ist. Hier Dingens Splatoon. Splatoon-Mensch. Genauso wie das. Und das auch. Inkling oder so. Ich kenne die Namen nicht. Wii Fit Trainerin. Der Bewohner aus Animal Crossing, auch nochmal was Animal Crossing, Kiki oder KK oder so. Das dürfte Eugen, irgendwie sowas. Noch eine Eule. Jetzt kommt ganz viel Animal Crossing Zeug, was ich nicht kenne. Das dürfte eben Tom Nook gewesen sein. Das ist Captain Falcon. Sonic. Der, wenn er rennt. Das ist ziemlich cool eigentlich. Das ist Pac-Man, der absolut komisch aussieht. Das da ist, ne? Little Mac. Fox. Peppy. Ja. Irgendwas Academy-mäßiges. Keine Ahnung. Kenne ich leider nicht. Das ist das gleiche wohl. Achso, nee, das ist die Feuerblume. Hier ist der Stern. Ein Leben. Und der Gigapilz. Mit dem wir alles kaputt machen können. Hier ganz am Anfang gab es doch noch irgendwas. Okay, können wir nicht. Aber mit dem Gigapilz kann man alles kaputt machen. Den bekommt man, glaube ich, durch den 30 Jahre Collectors Amiibo, der im Spiel dabei war. Beim Spiel dabei war. Ja, das sind die ganzen Amiibo, beziehungsweise Mystical Mushroom Figuren. Ich weiß nicht, ob es alle waren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt noch ein paar Woll-Yoshis und sowas. Aber das waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Vielen Dank dafür, Siggy Brittmann, dass wir die jetzt auch mal alle gesehen haben. Und ja, das war's dann schon wieder für heute. So viel haben wir ja leider nicht geschafft. Unten sieht man die ID. 4 Versuche, 4 haben es geschafft. 100% Abschlussrate. Interessant. Niemand ist dem Zeitdruck zur Last gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Eric, The 666, Barry, Shibanu und Marcel. Die haben wir noch offen. Und vielleicht kommen ja heute im Stream noch weitere dazu.
Und ich würde sagen, bis heute Abend oder wenn ihr keine Zeit oder keine Lust habt, dann bis morgen. Euer Mossi. Ciao.